verehrter Herr Staatssekretär Bareis, Herr Staatssekretär Silberhorn, verehrte Frau Präsidentin, liebe Frau Inselkammer, lieber Kollege Thomas Gebhardt, vor allen Dingen aber sehr geehrter Herr Landrat Kalb. Ist das nicht schön, nach Monaten eintöniger Schreibtischarbeit endlich wieder unter Leute kommen zu dürfen? Was sage ich Leute? Unter Freunde? Denn in den zurückliegenden Monaten der Krise sind unsere beiden Verbände, lieber Thomas, zusammengerückt und haben wir gemeinsam einiges bewegen können. Wir fühlen uns freundschaftlich verbunden. Dafür bin ich, dafür ist der Bayerische Brauerbund, dafür sind Bayerns Brauer herzlich dankbar. Dankbar bin ich auch, dass ich dieses große Forum des Bayerischen Gastgebertages 2021 nutzen darf, eine der drei diesjährigen goldenen Bierideen zu verleihen. Mit Ihnen, liebe Frau Inselkammer, lieber Thomas Gebhardt, mit der ganzen BHG-Familie freue ich mich, dass der Bayerische Gastgebertag wieder in Präsenz stattfinden kann, zumindest in Teilpräsenz. Und das in Bamberg. Die Stadt und der sie umgebende Landkreis sind ein Eldorado für den Liebhaber gepflegter Bierkultur. Dicht an dicht finden sich hier mittelständische, handwerklich arbeitende Familienbrauereien auf engstem Raum. Der Landkreis Bamberg zählt 36 Gemeinden. 36, die Zahl ist namensgebend für die heute zu ehrende Initiative 36 Kreisler. Auf diese 36 Gemeinden verteilen sich, wenn seit der letzten Erhebung Corona geschuldet nicht die ein oder andere verloren gegangen ist, insgesamt 55 Brauereien. So etwas gibt es auf engem Raum nirgendwo auf der Welt. Diese große Zahl kleiner Traditionsbrauereien legt ein beeindruckendes Zeugnis von der regionalen Bierkultur ab, die im Landkreis Bamberg so tief verwurzelt ist. Für viele Einheimische mag diese faszinierende Brauereidichte eine Selbstverständlichkeit sein. Sie kennen es ja nicht anders. Wer aber aus der bierkulturellen Diaspora stammt, die außerhalb Bayerns derweil leider vielerorts herrscht, der spürt rasch, dass das Bier im Raum Bamberg eine ganz besondere Rolle spielt. Doch diese herausragende Vielfalt gilt es im Bewusstsein der Menschen zu verankern, zu unterstreichen, welchen besonderen Wert sie darstellt, aber auch zu verdeutlichen, dass sie sich nicht von selbst erhält. Dem dient die Initiative 36 Kreisler, im Rahmen derer immer mehrere Brauereien des Landkreises ein Gemeinschaftsbier produzieren, das am 30. September, dem sogenannten Brauersilvester, feierlich in einem großen Rahmen der Öffentlichkeit vorgestellt wird. Insofern wirkt die Initiative 36 Kreisler zunächst einmal nach außen. Sie schärft den Sinn für das Außergewöhnliche der im Landkreis Bamberg erlebbaren bierkulturellen Vielfalt. 1994 erschien das Buch »Die letzten 100 Brauereien in Bamberg und seinem Landkreis« von Uto Düthorn. Die letzten 100. Schon der Titel zeigt ja deutlich, dass es früher viel mehr waren. Und die Tatsache, dass wir heute in Stadt und Landkreis noch etwa 65 Brauereien finden, von denen auch einige nach 1994 neu gegründet wurden, verdeutlicht, dass dieses bierkulturelle Biotop in seinem Bestand latent gefährdet ist. Gegen das langsame Brauereisterben, gegen den schleichenden Verlust eines unwiederbringlichen Stückes kultureller Identität der Region hilft jedoch nicht an Jammern, sondern vordringlich an Trinken. Wobei es nicht um die Menge, nicht nur um die Menge geht, sondern vor allen Dingen um das Was und um das Von wem. Das Bier aus der Heimat braucht vor allem Freunde vor Ort. Der Bayerische Gastgebertag ist insofern ein gutes Forum, um den Wert regionaler Bier- und Brauereivielfalt herauszustellen. Denn als Botschafter regionaler Bierkultur kommt Ihnen, den Wirtinnen und Wirten, eine besondere Rolle
aber auch ein Stück Mitverantwortung für den Erhalt unserer besonderen Brauereivielfalt zu. Der Gastwirt, die Gastwirtin ist letztlich der Flaschenhals, durch den das Bier der örtlichen Brauerei den Gast, den Einheimischen wie den Touristen erreicht. Eine schleichende Vereinheitlichung der Brauereiwerbung an den Fassaden unserer Wirtschaften ist insofern ein Vorbote des leisen Verschwindens regionaler bierkultureller Identität. Sie zu bewahren jedoch ist eine Aufgabe, an der jeder Einzelne sich vermutlich verheben würde. Insofern wirkt die Initiative 36 Kreisler also auch nach innen, weil das Landkreisbier immer das Gemeinschaftswerk mehrerer Brauereien ist, schafft es ein Zusammengehörigkeitsgefühl der teilnehmenden Brauereien, das unsere Branche so dringend braucht. Viel zu lange haben Brauereien sich im Wettbewerb unter und gegeneinander gefallen, sich aufgerieben, während die großen Wettbewerber um sie herum langsam den Markt unter sich aufteilen. Durch Eintracht macht man kleine Dinge groß, durch Zwietracht wird man große Dinge los. Dieser Leitspruch, der seit 1880 über dem Birken des Bayerischen Brauerbundes steht, wird mit der Initiative 36 Kreisler vor Ort mit Leben gefüllt. Diese Initiative wäre nie Realität geworden ohne den nimmermüden Einsatz ihres Ideengebers und Mentors des Bamberger Landrates Johann Kalb, der sich die Förderung der besonderen regionalen Bierkultur seiner Heimat bereits im ersten Jahr seiner unterdessen siebenjährigen Amtszeit auf die Fahnen geschrieben hat. Auch ein klares Signal, wie wichtig ihm die Brauereien in seinem Landkreis sind, wie stark er sich mit ihnen identifiziert. Eine solche Initiative braucht jemanden, der vorangeht, der aus authentischer Begeisterung für sein Projekt andere mitzieht, der ihm auch im kommunalpolitischen Umfeld den Weg ebnen kann und der nicht locker lässt, der immer auch selbst mit anpackt. Ihnen, sehr geehrter Herr Landrat Kalb, gebührt Dank für das Verdienst, das Bewusstsein um den Wert der Einzigartigkeit regionaler Bierkultur wachzuhalten, die vielen Brauereien im Landkreis zu ermuntern, im Miteinander wie eine Wagenburg ihren Landkreis gegen die fortschreitende Konzentration im Braugewerbe zu verteidigen. So ist 36 Kreisler mehr als nur ein weiteres Bier unter den 4.500, die es in Bayern schon gibt. 36 Kreisler ist der trinkbar gewordene Ausdruck eines Zusammengehörigkeitsgefühls der Brauer, von denen ich einige heute auch unter uns begrüßen darf, aber auch der Menschen, ihrer Kunden im Landkreis, die die Biervielfalt, die Brauereivielfalt als Teil regionaler Identität wertschätzen, die mit Stolz auf dieses besondere Stück ihrer Heimat blicken und die trinkend täglich ihren Beitrag leisten, dass sie auch erhalten bleibt. Sie, sehr verehrter Herr Landrat, lieber Herr Kalb, haben 2014 die Idee geboren. Und es war eine goldene Idee, dieses Gemeinschaftsprojekt 36 Kreisler mit Leben zu füllen und die vielen Brauereien der Region dahinter zu versammeln. Und als solche, als goldene Idee, wollen wir Ihre Initiative heute auch ehren und mit Ihnen natürlich alle Brauereien, die sich diese Idee in den letzten Jahren zu eigen gemacht haben und sie mit Leben füllen. Der Bayerische Brauerbund und der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband verleihen der Initiative 36 Kreisler, vertreten durch ihren Initiator, den Bamberger Landrat Johann Kalb, die goldene Bieridee 2021. Ich darf Sie, Herr
Herrn Landrat und als Vertreter der Brauwirtschaft Herrn Hertel ebenso auf die Bühne bitten wie Sie, Frau Präsidentin Inselkammer, und den lieben Kollegen Thomas Geppert, die wir gemeinsam diese Auszeichnung übergeben. Die bayerische Bierkönigin ist schon die wichtige. Darf ich diese Urkunde überreichen? Der Bayerische Stollen- und Gaststättenverband und der Bayerische Brauebund verleihen dem Landkreis Bamberg und Herrn Landrat Johann Kalb für das Landkreisbier 36 Kreislar die goldene Bieridee 2021. Die Brauer dürfen wir gleich auf die Bühne bitten, genau, weil wir machen ganz kurz noch die Überleitung, weil sicher hier schon viele hungrige Mäuler im Publikum sitzen. Dazu ganz kurz muss ich mir einen Brauer exemplarisch greifen, und zwar den Herrn Hertel. Genau, aber erstmal einmal ins Bild. So viel Zeit muss sein. Genau, aber gleich dürfen, wie gesagt, natürlich auch alle Brauer auf die Bühne. Wir machen das jetzt nur kurz im Abschnitt. Und zwar, lieber Herr Hertel, genau, hier einmal mit dem Pokal. Herzlichen Glückwunsch, auch von unserer Seite. Auf jeden Fall. Wir sind schon sehr gespannt. Genau, bei diesem Sondersud Ihres Kreislerbieres, den dürfen unsere Gäste ja nachher auch kurz im Foyer verkosten. Da wird das Fass einmal angezapft. Und jetzt natürlich die Frage zu Ihrem Sondersud Ihres Kreislerbieres. Was erwartet unsere Gäste da denn jetzt? Wir wollen erst mal bedanken. Ne? Sehr gerne, dann dürfen Sie gerne noch mal kurz ans Pult treten. Bei uns ist es eigentlich üblich im Landkreis Bamberg, dass man sich bedankt, wenn man geehrt wird. Ganz, ganz herzlichen Dank für die besondere Auszeichnung. Als ich reingekommen bin, wollte ich eigentlich wieder raus, weil ich gesehen habe, dass das Bier, das ihr verschenkt, heute aus der Stadt Bamberg ist. Ja, genau. Oh. Weil wir haben die 65 Brauereien, in der Stadt gibt es, glaube ich, bloß 10 oder 11 oder so. Aber wir werden es durchstehen. Herzlichen Dank im Namen natürlich aller Brauer. Darum geht es ja im Wesentlichen. Es geht ja darum, Wirtschaftsförderung zu betreiben. Das machen wir über diesen Weg, unter anderem über diesen Weg. Und ich glaube, wir sind relativ erfolgreich. Mittlerweile habe ich, glaube ich, 25 Brauer im Boot von den 65. Ich muss jetzt also noch, ich glaube, 7-mal kandidieren oder so, bis dann alle endlich ihr Bier gebraut haben. Wir sind immer auf dem Weg. Jedes Jahr haben wir genügend Leute, die sich darum bewerben. Und ich habe speziell für heute einen Sondersud machen lassen. Festbier-Sondersud durch den Herrn Hertel. Das ist unsere kleinste Brauerei, damit wir nicht in Streiten kommen, weil ich aber so viele. Da habe ich gesagt, dann nehmen wir einfach die kleinste Brauerei und möchte natürlich dieses Festbier, diesen Festbier-Sondersud überreichen an unsere Präsidentin. Dankeschön. Das freut mich. Also wir haben uns insgesamt 100 Flaschen. Die Flasche kostet 35 Euro. Falls jemand Interesse hat, dann lassen wir nämlich die nächsten 100 machen. Alles Gute. Erstmal vielen, vielen Dank, dass ich vor euch reden darf. Ich halte mich auch ganz kurz. Das flüssige Gold, wir haben 180 Liter nur für die heutige Veranstaltung. Mehr gibt es nicht, es ist unverkäuflich und nur für euch. Also kommt raus, wir zapfen an! Und Herr genau, Ortschaft ist sozusagen. Herr Hertel, ganz kurz, aber noch, also was erwartet uns da? Vielleicht in ganz kurzen Worten, wie schmeckt das Bier? Es ist im Endeffekt flüssiges Gold, sehr, sehr karamellig, unkompliziert und mit ein wenig weniger Kohlensäure, dass es läuft. Also einfach ein schönes Bier. Ja, herzlichen Dank, Herr Hertel. Vielen, vielen Dank, Herr Hertel. Wir merken alle, da steckt Leidenschaft drin und ich glaube, so wurde die Neugier noch nie geweckt. Also vielen, vielen Dank auch an Sie, Herr Landrat, Herr Kalb, und an Sie, lieber Herr Dr. Ebert. So haben Sie sich versteckt. Ach, da prima, wunderbar. Genau, und damit geht es jetzt auch gleich in die Mittagspause. Nutzen Sie die Zeit aber vor allem auch und schauen Sie doch in der Pause. Bitte bleiben Sie noch ganz kurz sitzen, genau.
schauen Sie in der Pause doch bitte auch bei unseren Partnerständen im Foyer vorbei, weil die haben viele Anregungen und Tipps für die Zeit nach Corona. Genau, und holen Sie sich auf jeden Fall diesen Sondersud von der Braumanufaktur Härte. Genau, und kommen Sie alle raus zum Anstich. Das soll ich noch auf jeden Fall durchgeben. Das mache ich einmal und nie wieder. Rechenball, jeder weiß es. Freien ist in Ordnung, oder? Aber die Königin darf zentraler stehen. Ja, oder? Ja, ja, das ist der Karamell, ist der Dominant auf jeden Fall. Nicht gern. Zumachen. Fast runter, guck. Was sind die Gläser? Nein. Das ist ein bisschen 5% Stammwürze. Wir haben da auf jeden Fall. Deswegen Klammergläsle, da gucken wir mehrmals. Vielen Dank. Wer kleine Augen. 9 sowas in die Richtung. Der Rest süß. Den Schlüsselfeld. Deine Witz. Aus Schlüsselfeld. Aus der kleinsten und geilsten Brauerei Frankens. Ja, der Name ist Programm. Ja, die Königin ist immer gut.